Wir werden jetzt zusammen ein Booklet herstellen. Es soll am Schluss etwas so ausschauen wie dieses hier, also eine Titelseite mit einem Bild, eine Doppelseite, bei welchem das Bild über beide Seiten läuft. Jede Seite hat jeweils drei Textspalten. Und noch eine Abschlussseite mit einem QR-Code und einem kleinen Impressum. Ich habe mir dafür einen Artikel von Wikipedia ausgesucht zum Thema Linux. Ich hole mir da zuerst mal die Bilder, die ich dann brauche. Da klicke ich auf die Vorschau, dann noch auf das Bild selber. Und jetzt bekomme ich die volle Auflösung. Dieses speichere ich mir. Ich habe einen Ordner vorbereitet, speichere ich es da hinein. Und jetzt brauche ich noch ein zweites Bild für die mittlere Seite. Dafür verwende ich dieses Bild hier. Auch hier wieder auf die Vorschau klicken, dann nochmal aufs Bild klicken und jetzt bekommt man eine richtig gute Auflösung davon. Jetzt kopiere ich mir die Adresse von diesem Wikipedia-Artikel und gehe auf diesen QR-Code-Generator. Hier wähle ich dann den Typen URL aus und füge diese kopierte URL hier wieder ein. Ich stelle da auf die größte, auf die größte mögliche Bildgröße ein, öffne auch dieses Bild und speichere es mir ebenfalls in meinen Ordner hier. So, jetzt gehe ich in InDesign und erstelle ein neues Dokument. Ich wähle dafür 4 Seiten, dann A5 und Anzahl der Spalten stelle ich auf 3. Okay, und schon, man sieht es hier auch in der Übersicht, habe ich ein vierseitiges Dokument, welches dann zu diesem Booklet werden soll. Dann bereite ich mal das Bild vor. Dafür nehme ich hier diesen Rechteckrahmen. Und Sie sehen dieses F in der Klammer, das heißt, ich kann mit dem Buchstaben F direkt dieses Werkzeug auswählen. Ich klicke jetzt mal auf, oder ich tippe jetzt mal auf den Buchstaben F. Tatsächlich, es ist jetzt ausgewählt und ich gehe jetzt hier auf diese Ecke und Sie sehen, da wird das Werkzeug, ändert sich leicht, wenn ich auf die Ecke komme. Es gibt so einen weißen kleinen Pfeil. Jetzt klicke ich und ziehe mir das Fenster auf. Ich gehe dann nach oben. Und wenn ich da genau fahre, sehen Sie, jetzt kommt so eine Linie, das heißt, ich bin jetzt genau auf der Mitte. Lasse ich los und schon habe ich den Bilderrahmen. Gehe jetzt auf Datei platzieren und suche mir da das erste Bild aus. Zack, ist jetzt nicht ganz schön gefüllt, darum rechtsklicken auf dieses Bild und bei Anpassen Rahmen proportional füllen. Sehen Sie, hier ist das Bild schön in diesen Rahmen eingepasst. Als nächstes brauche ich einen Textrahmen. Dafür gehe ich hier oben wieder schön auf die Ecke, ziehe mir das Feld auf, auch wieder schön die gesamte Breite nutzen und wechsle jetzt auf das Textwerkzeug. Dafür können Sie die Taste T verwenden. Ich kann das schnell zeigen, Textwerkzeug, mit der Taste T kann ich die direkt holen. Ich drücke also auf T, zack, ist umgeschaltet, Doppelklick ins Feld hinein und schreibe da mal eine kleine Überschrift, Open Source. So. Text geschrieben. Jetzt brauchen wir die Formate, die müssen wir noch vorbereiten, wie die Schrift aussehen soll. Dafür gibt es unter Fenster gibt es
Jetzt muss ich schnell schauen. Da Formate, Absatzformate. Und da stelle ich jetzt mir ein paar Absatzformate. Ich beginne mal mit neues Format erstellen. Doppelklick darauf, jetzt kann ich da einen Namen geben. Und unter grundlegende Zeichenformate wähle ich die Schrift aus, die ich gerne hätte. Georgia Regular 12, das ist gut, okay. Und ich lege gleich noch einen weiteren an. Diesen nenne ich Überschrift. Und die Schrift nehme ich dann ein bisschen größer, nämlich 18. Und noch ein drittes Format. Titel. Und hier ist 24. So. Jetzt kann ich da wieder aufs Textwerkzeug wechseln, wieder hineinklicken, alles auswählen. Mache ich mal zunächst Standard, dann wähle ich noch diesen hier aus, den mache ich jetzt zum Titel. Mit ESC kann man das abbrechen und jetzt sehen wir, haben wir da mal so die Titelseite gestaltet. Gehen wir auf die mittlere Seite. Hier brauchen wir als nächstes einmal diese Textboxen. Ich werde auch hier wieder mit F wechsle ich auf das Rahmenwerkzeug und ziehe mir hier schön so ein Feld auf. Da habe ich die Mitte. Kann ich loslassen. Und jetzt einfach mit Kopieren und Einfügen. Pfeilwerkzeug kann ich jeweils mit V wechseln. Und ziehe mir jetzt da die Box hier hin, schön, Ctrl kopieren, Ctrl einfügen, kopieren, einfügen, kopieren, einfügen. Und schon habe ich diese Textboxen vorbereitet. Als nächstes brauche ich wieder das Rechteckwerkzeug, das ist mit F. Ziehe mir hier für das Bild einen weiteren Rahmen auf. Vielleicht so, hole mir das gerade mit Platzieren. Und wieder anpassen, Rahmen proportional füllen. Ist eigentlich gerade schön. Ich könnte auch mit dem Pfeilwerkzeug hier auf dieses Fenster, kann da auch die Position noch anpassen. So. Dann gehe ich wieder aufs Textwerkzeug und hole mir jetzt noch diesen Text, den ich da brauche. Über Linux, gehe da wieder ganz nach oben, nehme die ersten Absätze vom Text, kopiere mir die in den Zwischenspeicher, gehe zurück da hinein und klicke da jetzt mal rein, wähle von Anfang an Standard aus und einfügen. Da habe ich da mal Text drin, lösche da vielleicht noch diese komischen Sonderzeichen, gefallen mir nicht. Und mit ESC komme ich aus diesem Feld heraus, ist gerade wieder das Pfeilwerkzeug ausgewählt. Jetzt ist hier so ein lustiges rotes Plus zu sehen, das bedeutet, diese Textbox, da hat es zu viel Text drin. Das heißt, hier unten ging der Text noch weiter. Jetzt kann ich das gerade nutzen, ich klicke auf dieses Plus drauf und gehe auf die nächste Box. Sie sehen schon, jetzt läuft der Text hier weiter, kann nochmal holen. Einfügen, holen, einfügen, holen, einfügen, noch einmal holen und wieder einfügen. Machen wir da jetzt als nächstes wieder mit dem Textwerkzeug eine kleine Überschrift hinein. Und alles auswählen und auf Überschrift wechseln.
Zeilenumbrüche möchte ich hier nicht, darum nehme ich die raus. Aber hier wäre schön, einen kleinen Zwischentitel zu haben, also Position, so. Auch wieder schön auswählen, Überschrift. Und machen wir hier halt ein paar Leerschläge, also ein paar Zeilenumbrüche, um da in die nächste Spalte zu gelangen. Hier vielleicht noch die Zeilenumbrüche herausnehmen, die überflüssigen. Und jetzt sieht das doch schon ganz ansehnlich aus. Dann kommen wir zur letzten Seite. Auch hier wollen wir wieder ein Rechteck aufziehen zuerst. So, nochmal schnell jetzt. Und wenn ich dieses Mal aufziehe, verwende ich die Shift-Taste. Und wenn Sie jetzt hier beobachten, dieses Rechteck hier wird immer ein Quadrat bleiben. Wenn ich die Shift-Taste drücke, kann ich steuern, damit dieses Rechteck schön ein Quadrat wird. Ich mache das genau eine Spalte breit, lasse da los und platziere auch jetzt hier noch ein weiteres Bild dieses Mal. Das ist, glaube ich, hier dieser QR-Code. So, auch hier wieder zu groß, mit Anpassen fülle ich den Rahmen proportional. Zeichne auch hier unten nochmal ein Rechteck für das Impressum. Wechsle auf das Textwerkzeug. Hier können Sie natürlich auch Ihren eigenen Namen hineinschreiben. Inhalt, sagen wir mal, die Lizenz, die kopiere ich mir jetzt gerade von diesem Artikel hier, dafür gehe ich ganz nach unten und da steht die Lizenz, unter welcher dieser Text steht, so eine Creative Commons Lizenz, abgekürzt, sieht die so aus, auch das kopiere ich mir und füge das hier noch als letztes ein. Mit ESC komme ich wieder raus aus der Texteingabe, mache da hier noch das Textfeld richtigen Größe, das stimmt, so, und platziere es ganz unten. Super. Als letztes brauchen wir jetzt noch diese Linie. Es gibt ein Linienwerkzeug dafür. Auch hier wieder schön auf die Ecke fahren, bis dieses weiße Pfeilchen da erscheint und ziehe jetzt diese Linie einfach hier nach unten. So, eine Linie habe ich geschafft. Auf der Titelseite soll es auch eine Linie geben. Schön auf die Ecke fahren, nach unten ziehen und loslassen. Jetzt kann ich beim Bildschirmmodus auf Vorschau gehen, dann sehen wir, wie das etwa ausschaut. Okay, ein bisschen einmitten noch. Dann die mittlere Seite. Diese Linie hier, das ist nur dort, wo dann die Seite später gefaltet wird, das wird nicht im Ausdruck oder im PDF erscheinen. Und noch das unterste, die letzte Seite, sieht auch gut aus. Darum machen wir jetzt doch noch diesen Export als PDF. Geben ihm einen Namen, Booklet. Text. Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir werden mit Druck arbeiten, Adobe PDF Druck, sichern. Und hier gibt es eigentlich noch viele Einstellungen. Wir brauchen heute nur Druckbögen. Das heißt, dass die mittlere Doppelseite, die zwei Seiten nebeneinander erscheinen und nicht als einzelne Seiten im PDF. Druckbögen exportieren. Dann sichere ich mir das Dokument selber noch, das habe ich nicht gemacht, damit ich das später auch nochmal bearbeiten könnte.
sie jetzt InDesign. Schauen wir mal, wie das jetzt ausschaut, das PDF. Genau, wir haben eine Titelseite mit einer Grafik, dann eine Doppelseite, ein Bild, das da über beide Seiten geht. Und abschließend noch ein QR-Code mit dem Impressum. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem eigenen Booklet.